Ich frage mal, Chris, bist du bereit? Seid ihr bereit für Chris Pfeiffer? Ja, der Chris muss ihn natürlich erstmal ein bisschen warm fahren. Der Motor müsste auf Temperatur kommen. Oh, die Bremsen sind noch ein bisschen aggressiv, wie man die. Oh, Nose Mini! Du, ja, wie soll ich das nennen? Schau doch mal, Körper! Ja, Seatstand Mini und das Ganze Reise. Im sogenannten Circle. Ja, Hinterrad muss auch eingebremst werden. Auf dem Hinterrad zu fahren, er weiß, wie schwierig das ist, das Ding überhaupt vorne hochzukriegen. Und der Chris Pfeiffer ist hier ohne Hinterlenker. Auf dem Sitz steht und auf dem Hinterrad fährt und dann noch über den Lenker springt, das ist natürlich viel, viel schwieriger. Jetzt kommt was Besonderes. No for me. Schicken auf in die Seatstand und jetzt tanzt er hier richtig auf seiner F800R. Das Motorrad hat er leicht modifiziert. Er hat eine andere Übersetzung draufgeschraubt. Hat die Mittelwender anzieht, der Drehmomenter. Hat sich auch noch einen zusätzlichen Hinterbremshebel an den Lenker gebaut, aber wir brauchen jetzt gerade gar nicht. Alle nur durch Körper. Jetzt gehen die Gäule mit ihm durch. Das Ganze bringt ihm eine BMW F800R. Nur ein Kraftwurmelsausdruck angebaut. Den Sitz etwas modifiziert. Ein Hinterradventil. Ein paar Kupplerlenker draufgebaut. Und eine andere Übersetzung. Das ist alles, was an dem Motorrad. Und Wahnsinn. Also ich glaube, jeder von uns wird wahrscheinlich umkippen, sobald er sich auf den Tank setzt und die Füße über den Lenker legt. Und er lässt das hier so spielerisch aussehen. No energy! Ohne Hände am Lenker, dreht er sich hier zurück und dann geht ihm der Ring weiter aus. Liebes Motorrad-Publikum, gefällt es euch bis jetzt? Soll jetzt noch ein bisschen weitermachen? Verschlägt sie selber die Sprache, beziehungsweise das Motorrad. Was ist denn hier los? Scheiße! Also richtig knackig der Hinterrad von Chris. Wow! Also was die Füße vom Motorradfahrer zeigen, ist ja schon ein warmes Motorradkontroller, was der Chris Pfeiffer hier zeigt. Mit seinen 42 Jahren. Der Kuh, die Haut vom Fell. Nee, Moment. 180 Nose BD, 2 Nolly.
Also Tom Fohlen hat dann nochmal losgehüpft, wie man es eigentlich nur vom Mountainbike fahren kennt oder vom BMX fahren. Und der Chris, der hat hier in der Nähe eine Tanzschule besucht zur Schulzeit. Allerdings ist das dann